Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns das letzte Mal Selektoren angesehen, und zwar eine ganz einfache Art des Selektors, einen sogenannten Typselektor. Wir haben also einen HTML-Befehl mit einer anderen Formatierung belegt, und diesmal möchte ich euch zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, hier noch ganz unterschiedlich zu gestalten und recht individuelle Designs zu erstellen. Also das Erste, was wir kennenlernen werden von mehreren Möglichkeiten, zwei bespreche ich hier jetzt erstmal, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, die sind allerdings etwas komplizierter und werden von Anfängern nicht so häufig benutzt oder gar nicht. Das Erste, was ich euch zeigen werde, ist der sogenannte Klassenselektor. Der wird mit dem, also definiert wird der mit einem Tag-Namen, also da kann zum Beispiel ein P drin stehen, hier an dieser Stelle, oder H1 für Überschrift 1. Dann kommt hinter der schließenden Winkelklammer kommt ein Punkt, und dann kommt der Name des Selektors, und in dem HTML-Tag wird zusätzlich das Attribut eingeführt, Class gleich und dann in Anführungsstrichen und dann der Name. Und nur wenn ich das reinsetze, wird auch dann das Design ausgeführt. So, aber das ist jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen verkopft. Ich zeige euch das in der Praxis. So, wir haben ja hier zwei verschiedene Absätze, und die möchte ich unterschiedlich gestalten. Ich lösche jetzt hier erstmal ein bisschen was raus, damit wir die schön gleich auf dem Bildschirm sehen. So. Und jetzt möchte ich den ersten Absatz, den möchte ich nicht mehr für alle Ps haben, sondern ich möchte den zum Beispiel haben für P, was, nennen wir das mal Fett. So. Und wenn ich jetzt mir das Ganze darstellen lasse, und ich gehe mal jetzt in den Browser hinein. So, jetzt sieht es noch fett aus. Und wenn ich jetzt das darstellen lasse, dann ist es wieder ganz normal. Und das liegt einfach daran, dass der jetzt zwar dieses Design angenommen hat, aber ich habe ihn nicht angewiesen, das darzustellen. Also, wie mache ich das jetzt, dass ich sozusagen eine Sache wieder in genau diesem Design bekomme? Ich schreibe hinein, Class ist gleich, und dann kommt eben dieser Klassenname hinein, der hier eben, den schreibe ich hier unten hinein. So, und jetzt verändert sich der erste Absatz wieder. So, jetzt seht ihr, wird er fett gedruckt. So. Das kann ich machen. Ich kann eine zweite, ich nenne das mal rot. Habe ich gleichzeitig versucht, Deutsch und Englisch zu schreiben. Dann kommt das komische Red raus. So. Und die Farbe von dem Text, das hatte ich euch ja schon gezeigt, die kann man verändern mit dem Befehl Color. Und da schreibe ich jetzt mal rein rot. Schließe das Ganze. Mehr soll der mir gar nicht machen. Und jetzt kopiere ich mir einfach nochmal den Absatz, damit ihr den Unterschied seht. So, und hier schreibe ich in den zweiten Absatz einfach rein, Class ist gleich rot. So, speichere das Ganze, und dann zeige ich, schauen wir uns das auf dem Bildschirm an. Und ihr seht, der zweite Absatz ist jetzt rot. Wenn ich jetzt einen dritten Absatz dahinter setze und dort nicht den Klassennamen reinschreibe, dann ist er wieder ganz normal schwarz. Also mit dem sozusagen üblichen Design versehen. So. Und so kann ich im Prinzip jedes Element mit verschiedenen Styles versehen. Wir werden das ab jetzt ganz häufig benutzen. Also ich zeige euch ganz viele Anwendungsmöglichkeiten davon und wie man sich eben ganz individuell auch seine nicht nur Absätze, sondern alles mögliche andere eben auch gestalten kann. Gut, so, das war's für diesmal, und
erinnert euch daran, Tag, dahinter kommt ein Punkt und dann der Name. So wird das in den Internal Style Block reingeschrieben, oben im Kopf von dem HTML-Dokument und mit Class gleich Anführungsstriche auf, Anführungsstriche zu, wird das dann innerhalb eines Tags im Body-Element aufgerufen. So, das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und das nächste Mal zeige ich euch noch einen anderen Selektor. Danach machen wir einen kleinen Umweg, weil dieser andere Selektor noch für etwas anderes gut ist. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.